In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit Namen Barbara. Barbara war im ganzen Land für ihren wunderbaren Rhabarberkuchen bekannt. Da jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber-Barbara. Rhabarber-Barbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen konnte. Und daher eröffnete sie eine Bar, die Rhabarber-Barbara-Bar. Die Rhabarber-Barbara-Bar lief gut und hatte schnell Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber-Barbara-Bar, um von Rhabarber-Barbaras Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie kurz die Rhabarber-Barbara-Barbar nannte. Die Rhabarber-Barbara-Barbaren hatten wunderschöne Bärte. Wenn nun die Rhabarber-Barbara-Barbaren ihren Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart pflegen wollten, gingen sie zum Barbier. Und der einzige Barbier, der ein Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart bearbeiten konnte, nannte sich Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier. Der Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier kannte nun von den Rhabarber-Barbara-Barbaren Rhabarberas herrlichen Rhabarberkuchen und trank dazu gerne ein Bier, das er liebevoll des Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier-Bier nannte. Das Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier-Bier konnte man auch nur in einer ganz bestimmten Bar kaufen. Und die Verkäuferin des Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier-Bieres an der Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier-Bier-Bar hieß Bärbel. Nach dem Schneiden also des Rhabarber-Barbara-Barbaren-Barts ging der Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier meist mit den Rhabarber-Barbara-Barbaren in die Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier-Bier-Bar zu Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier-Bier-Bar Bärbel, um sie mit zur Rhabarber-Barbara-Bar zu nehmen, um mit etwas Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier-Bier von Rhabarber-Barbaras herrlichem Rhabarberkuchen zu essen. Ja, so war das.